Dann begrüße ich Sie jetzt noch einmal herzlich zu dieser Nachmittagssession. Wir sind inzwischen bereits bei der Session Nummer 6 angelangt und kommen langsam auf die Zielgerade und haben inzwischen ja auch schon sehr viel gehört aus verschiedensten Zusammenhängen, aus verschiedensten Perspektiven über das Thema des Kirchenumbaus. Wir wollen jetzt dieses Spektrum noch einmal erweitern mit dem Begriff Öffentlichkeit. Wir sehen oder haben schon gesehen, auch in den vorherigen Diskussionen, wie die Suche nach Spiritualität, Zugehörigkeit, Kontemplation sicherlich in einer gleichzeitig zunehmend säkularisierten Gesellschaft omnipräsent ist. Das Thema bleibt ein aktuelles. Die Suche äußert sich in den verschiedensten Formen und Angeboten, die aber oftmals nicht kirchlich sind und nicht christlich konnotiert sind. Wie viel Kirche brauchen wir eigentlich noch vor Ort angesichts der bisherigen Diskussionen? Was für eine Kirche könnte das sein? Und welche Bedeutung haben kirchliche Aktivitäten dann auch für das soziale Leben im Quartier? Wie gelingt es für die Kirchengebäude, eine tragfähige Rolle als öffentliche Orte zu finden? Dafür ist doch zunächst mal die Kommune zuständig, Politik und Verwaltung für die Öffentlichkeit. Also was bedeutet Öffentlichkeit? Öffentlichkeit umfasst den gesellschaftlichen Bereich, der über den privaten, den persönlichen und damit relativ begrenzten Bereich hinausgeht und der für die Allgemeinheit offen und zugänglich ist. Das vielleicht erstmal zu der Fragestellung, die uns gleich mit drei Facetten betreffen wird. Ich möchte Ihnen zunächst die drei Referenten und Referentinnen vorstellen. Ich bin Petra Potz. Ich habe auch die Moderation dieser Session übernommen und werde aber auch gleich starten mit dem ersten Beitrag. Ich bin Stadtplanerin, also nochmal eine andere Disziplin. Ich bin nicht Architektin. Ich habe Raumplanung in Dortmund studiert, an der Uni Dortmund, und habe promoviert an der Universität La Sapienza in Rom. Und worüber ich Ihnen vor allen Dingen gleich berichten werde, ist ein Projekt, das ich in den letzten 10 Jahren fast schon begleitet habe, Kirche findet statt. Als zweiten Beitrag werden wir Dr. Kim de Wild hören. Sie leitet an der Universität Bonn das Projekt Neue Sakralräume am Beispiel Räume der Stille. Ein Teilprojekt der DFG-geförderten interdisziplinären Forschungsgruppe Sakralraumtransformation, Funktion und Nutzung religiöser Orte in Deutschland, deren stellvertretende Sprecherin sie auch ist. Dazu haben wir bereits gestern Herrn Professor Gerhards gehört. Dritter Referent heute wird Christoph Siegrist sein. Er ist Pfarrer am Großmünster in Zürich, Titularprofessor für Diakoniewissenschaft an der Theologischen Fakultät der Universität Bern. Unser Co-Chair, den haben Sie vermutlich auch schon in verschiedenen Sessions in dieser Funktion erlebt, vorhin auch noch als Moderator und als Referent, ist Johannes Stückelberger. Er ist unser Zeitwächter und wird uns Ihre Kommentare und Fragen aus dem Chat näher bringen. Ich starte jetzt zunächst mit meiner Präsentation. Ich muss dazu mal kurz die Präsentation hochladen. Mein Beitrag, Kirche findet statt, die Kirche mit ihren sozialen Diensten als Partner für den sozialen Zusammenhalt im Quartier. Gleich noch einmal die Frage nach der Öffentlichkeit. Ist die Kirche wirklich ein öffentlicher Ort? Darüber sprechen wir seit 1,5 Tagen mit unterschiedlichen Konnotationen. Was ist das Kerngeschäft, wenn man es so nennen will, von Kirche und ihren Wohlfahrtsverbänden, ihren sozialen Diensten? Wie können Kirche und ihre Wohlfahrtsverbände ihre Funktion und Rolle als öffentlicher Ort heutzutage einnehmen? Kirchlich-verbandliche Einrichtungen vertreten traditionell eine subjektbezogene Sicht, eine fallbezogene Sicht. Es geht um Mitglieder,
zum Beispiel einer Kirchengemeinde. Es geht auch um Zielgruppen oder Klienten, zum Beispiel ältere Menschen, Kinder und Jugendliche, wenn man sich die Wohlfahrtsverbände und ihre Dienste anschaut, also bestimmte Adressaten. Stadtentwickler, Planer agieren eher vom räumlichen Bezug ausgehend. Das kann dann also ein Stadtteil sein, ein Bezirk, eine Großstadt, eine Kleinstadt, ein Dorf oder eine Region. Die Ausgangslage für das jeweilige Handeln ist also zunächst sehr unterschiedlich. Im Folgenden möchte ich Ihnen etwas über einen oder mehrere Perspektivwechsel erzählen, von der Bereitschaft, sich zu öffnen und über den jeweiligen sehr vertrauten Tellerrand hinauszuschauen, den die meisten zunächst einmal haben. Um eine der Fragen aus der vorherigen Session aufzunehmen über die Immobilienwirtschaft, ich würde sagen, money comes second. Zunächst braucht es eine Idee. Eine gute Idee, und dann kommt das Geld zwar nicht von selbst, aber vielleicht findet man dann auch Unterstützer dafür. Die gemeinsame Klammer aus meiner Perspektive, um einen Mehrwert aus der Kooperation zu erzielen, ist die Quartiersperspektive. Das heißt vor allen Dingen, sich zunächst die Frage zu stellen, was brauchen die Menschen vor Ort? Was brauchen die Menschen im Stadtteil, im Dorf? Und was kann ich, Kirche, Verband, vor Ort, dazu beitragen? Mit dieser Perspektive verbunden ist es dann unumgänglich, öffentlich zu agieren, also für die Allgemeinheit zu handeln. Wenn kirchliche Arbeit sich sozialräumlich entwickeln soll, ich höre hier so Hintergrundgeräusche, vielleicht vertue ich mich auch, sich sozialräumlich entwickeln soll, muss sie ihre Grenzen überschreiten und sich öffnen. Räumlich gesehen, aber natürlich auch funktional. Das wird nur in Kooperation mit anderen möglich sein, zum Beispiel, wenn man etwas für bessere Bildungsangebote im Quartier tun will. Auf dieser Folie sehen Sie das Brainstorming in einer Kirchengemeinde genau zu diesem Thema. Es enthält viele Elemente, für die Sie Kooperationen eingehen muss. Ohne die wird es vermutlich nicht gehen. Es geht zunächst um den Umbau zu einem Bildungshaus als eine städtebauliche Aufwertung im Stadtteil. Gleichzeitig um die Förderung sozialer und integrativer Infrastruktur in der Stadt. Und es geht um einen Beitrag zur Bildungsverantwortung und Teilhabe im Stadtteil auf einer ganz alltäglichen Ebene. Das Quartier ist der Raum für die Gestaltung und diese Gestaltbarkeit sozialer Beziehungen. Dort finden die alltäglichen Begegnungen statt. Dort gibt es soziale Netze, das Engagement und die Teilhabe, die zu einer Quartiersbindung beitragen. Im Quartier lassen sich die großen gesellschaftlichen Trends, von denen wir alle regelmäßig hören, wie unter einem Brennglas ablesen. Zum Beispiel demografische Entwicklung, Pluralisierung familialer Strukturen, die Individualisierung und Ausdifferenzierung von Lebensstilen. Kommunen allein können diese Aufgaben, die sich angesichts auch sich verändernder Verhältnisse zwischen Wohnen, Leben und Arbeiten ergeben, nicht bewältigen. Eigendynamiken und viele Nutzungsansprüche, heterogene Nutzungsansprüche in den Städten nehmen zu. Es gibt also zunehmend Abwägungserfordernisse, die immer komplexer werden, um ein Auseinanderdriften des Stadtgefüges zu vermeiden. Und bisher ungenutzte Potenziale und neue Synergien für die Funktionsfähigkeit des städtischen Gemeinwesens werden dadurch für die Kommunen immer wichtiger. In Kategorien wie Sozialraum zu denken und damit auch in geteilter Verantwortung verschiedenster Akteure zu denken,
ist sicherlich etwas, was neu ist, sowohl für die Kommunen als auch für die gefragten Akteure. Es bietet sich aber dadurch eine Gelegenheit zur Mitgestaltung des Gemeinwesens für den sozialen Zusammenhalt vor Ort als eine gemeinsame Klammer. Ich möchte Ihnen berichten von einem Projekt, das, was ich eingangs schon sagte, wir bereits seit längerer Zeit, vor längerer Zeit auf den Weg gebracht haben. Das ist das Projekt Kirche findet statt und der Untertitel Innovations- und Experimentierfelder für partnerschaftliche Entwicklung lebenswerter Quartiere. Sie sehen, dass hier Akteure ökumenisch agiert haben. Der Deutsche Caritasverband, Diakonie Deutschland, also die beiden Wohlfahrtsverbände der großen deutschen Kirchen mit dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz und dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. In dieser Allianz haben sich diese vier Akteure gefunden im Rahmen eines Projektes, was auch schon eine Besonderheit war, 2011. Die nationale Stadtentwicklungspolitik, eine Förderung durch das Bundesbauministerium, hat damals oder bis heute, es gibt dieses Programm immer noch, Innovation gesucht. Innovative Ansätze, die für die Stadtentwicklung relevant sind. Und Innovation kann in diesem Zusammenhang sein, eine Methode, eine Methodik. Es können neue Themen bedeuten, es kann neue Themen bedeuten. Oder aber auch neue Akteure, die für die Stadtentwicklung ins Bewusstsein gebracht werden sollen. Parallel dazu fanden auch in den beiden Verbänden Debatten statt, die Chancen für eine starke Neuausrichtung des sozialen Handelns bieten. Also orts- und raumbezogene Ansätze im Gegensatz zu diesen Fall- und individuenbezogenen Ansätzen, von denen vorhin die Rede war. Gemeinwesendiakonie, also diakonisches Handeln im Gemeinwesen und die Sozialraumorientierung der Caritas. Ein gutes Zeitfenster also und gute Faktoren, gute Gelingensfaktoren, die da zusammengekommen sind. Wir haben dann sogenannte Pionierstandorte ausgewählt, Standorte, die partnerschaftlich zwischen Kirche, Verband und auch schon kommunalen Akteuren gemeinsam an Quartiersprojekten gearbeitet haben. Haben diese Pionierstandorte in Handlungsfeldern, in vier Handlungsfeldern ausgewählt, die kommunal relevant sind und gemeinsam strategisch diskutiert. Somit Ansätze, die sowohl sozialpolitisch als auch stadtentwicklungspolitisch relevant und weiterführend sein sollten. Sie sehen die vier Handlungsfelder rechts in der Legende. Für die Übersetzer sage ich sie noch mal ganz kurz: Wohnen und Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung, das generationenübergreifende Zusammenleben, Zentren und Orte der Begegnung und Integration, Gesundheitsförderung, Prävention und Inklusion. Der Titel dieser Folie sagt, worum es uns geht. Es geht um Kirche und Verband als einen zivilgesellschaftlichen Akteur in Suchbewegung. Wir haben vorhin schon gesprochen von Verunsicherungen, von Unsicherheit dessen, was in den nächsten Jahren ansteht oder was derzeit schon ansteht in Kirchen, was ihre Gebäude betrifft oder die Zukunft der Gebäude und vielleicht auch die Zukunft des eigenen Handelns. Und was wir versucht haben in diesem Rahmen, in diesem Projektrahmen, ist die gute Praxis vor Ort zu erkunden als Erfahrungsräume für Innovationen, aus denen man also lernen kann, aus denen man Schlussfolgern kann, ohne es direkt auf andere Erfahrungen, auf andere Räume zu übertragen, aber wo man etwas ableiten und lernen kann. Wir haben unter anderem uns darum gekümmert, kirchlich-verbandliche Liegenschaften zu öffnen bzw. umzunutzen. Dann die Frage, wie bewahrt und definiert man neu diese identitätsstiftenden Orte?
das ganze Themenfeld, das Handlungsfeld Quartiersentwicklung als ein zentrales zu begreifen und sich darin auch zu verorten natürlich, sowohl in den Städten als auch im ländlichen Raum. Etwas, was auch überhaupt nicht selbstverständlich war, wie ich zumindest auch lernen musste, die Kooperation zwischen Kirchen und ihren Verbänden vor Ort stärker einzuüben und zu nutzen. Und Themen wie Inklusion oder Daseinsvorsorge als soziale Kompetenzfelder und als Daueraufgabe einer integrierten Stadtentwicklung weiterzuentwickeln und einzubringen. An zwei Beispielen werde ich Ihnen das nochmal etwas plastischer machen, die in unserem Zusammenhang sehr, sehr wichtige Partner waren, sehr, sehr wichtige Projekte waren. Das erste ist das intergenerative Zentrum in Dülmen. Ein neuer Ort der Begegnung für eine soziale Mitte. Das Zentrum wurde im Mai 2020 eröffnet in Dülmen, einer Kleinstadt im Münsterland in Nordrhein-Westfalen mit etwa 47.000 Einwohnern. Die erste Projektidee entstand 2011. Es gab ein Kirchengrundstück in bester Lage zwischen der zentralen St. Viktor-Kirche, die Sie hier auch sehen, und dem Rathaus der Stadt, rechts, auch auf diesem Bild, rechts von der Kirche gelegen. Gleichzeitig die Beobachtung, dass auch im ländlichen Raum Austausch und Begegnung zwischen den Generationen nicht mehr selbstverständlich sind und traditionelle Familienstrukturen sich in Auflösung befinden. Mit den entsprechenden Folgen von Isolation und auch der geringeren Wahrnehmung dessen, was die jeweils anderen Generationen betrifft. In einer sehr langjährigen Entwicklungs- und Qualifizierungsarbeit, ich sagte es gerade, 2011 erste Projektidee, 2020 wurde das Zentrum eröffnet. Also eine langjährige Entwicklungsarbeit war es in enger Partnerschaft zwischen der katholischen Kirchengemeinde und der Stadt Dülmen, wo man am inhaltlichen Konzept gearbeitet hat, aber natürlich auch an der baulichen Umsetzung. Dazu gab es unter anderem öffentliche Fördermittel oder eine besondere Aufmerksamkeit dadurch, dass man sich in einem Landesprogramm, einem regional strukturierten Landesprogramm der Förderung befunden hat. Es gab Mittel der Stadt, der Kirchengemeinde, des Bistums und in einer zweiten Ausbaustufe, die jetzt erst noch weitergehen wird, in einem Wohngebiet, das sich dann noch anschließen wird, auch ein Wohnprojekt durch die Kirchengemeinde, Investoren und das öffentliche Wohnungsunternehmen des Landkreises finanziert. Das Zentrum ist heute die nicht nur symbolische Verbindung zwischen Rathaus und Kirche. Es gibt dort einzelne, von den einzelnen Einrichtungen der Daseinsvorsorge, die in der Stadt vorher verteilt waren, ist man gelangt zu einer kooperativen Gemeinbedarfseinrichtung. Das Familienzentrum, Familienbildungsstätte, Mehrgenerationenhaus, Pfarrzentrum und verschiedenste Beratungsangebote wie Ehrenamtsförderung und offene Räume für Vereine sowie ein Bistro. Mit einem Markt der Möglichkeiten, einem mit einem Glasdach versehenen, das sehen Sie hier auf dem Bild, versehenen Übergangs- und Platzbereich, ist ein öffentlicher und sozialer Ort für Begegnung entstanden, der ausstrahlt und die gesamte Innenstadt aufwertet. Also kurz zusammengefasst die Stichworte langer Atem, Aufbau einer vertrauensvollen Partnerschaft, in der Kirche und Kommune im wahrsten Sinne zusammenrücken und eine starke Idee, der neue Ort für alle Generationen. Zu dem nächsten Beispiel muss ich fast nichts mehr sagen, weil es schon in fast jeder Session zitiert worden ist, was für die Qualität des Beispiels spricht, weil es eben so viele Facetten hat, dass sie fast unter jedem Themenschwerpunkt ein besonders wichtiger Faktor, ein besonders wichtiges Beispiel ist. Es ist das Q1, das Haus für Kultur, Religion und Soziales im Bochumer Westend. In der Selbstbeschreibung als Ganzes Kirche, als Ganzes Stadtteil Begegnungszentrum. Und das ist der Aspekt, den ich hier vielleicht nochmal
kurz unterstreichen will, das Besondere an diesem Standort ist die Frage, die sich die Kirchengemeinde damals gestellt hat, in einer Umbruchssituation, in einer theoretisch auch Rückzugssituation: Wie kann die Friedenskirche ihre Relevanz im Stadtteil behalten und gegebenenfalls sogar stärken? Was brauchen die Menschen in diesem sich auch verändernden Stadtteil eigentlich wirklich und was können wir dazu beitragen? Der Blick also auf die konkreten Beispiele, Bedarfe im Stadtteil, über oder auch nicht konfessionell, ist sehr relevant gewesen. Dazu die Kooperation als eine Erweiterung zu verstehen des eigenen Tuns, aber auch als Teilung von Kompetenzen, also ein sehr klares, transparentes Miteinanderumgehen, eine sehr klare Rollenverteilung. Und natürlich auch, das haben wir schon öfter gehört in diesen beiden Tagen, der Umbau, der auch städtebaulich und architektonisch mit einer hohen baukulturellen Qualität ein Ausrufezeichen in diesem Stadtteil ist. Also auch ein Plädoyer für Qualität, die an diesem Stadtteil ihren Platz hat. Wichtig sind bei den Fragen nach der Zukunftsperspektive in den beiden großen christlichen Kirchen, ist der Blick auf die kirchlichen Reformprozesse, die es zumindest in Deutschland, aber so wie ich das jetzt auch verstanden habe in diesen beiden Tagen, in vielen anderen Ländern stattfinden und in denen hinterfragt wird, wie geht man eigentlich mit der eigenen Zukunft um? Was gibt es für Perspektiven? Mitgliederrückgänge sind überall Thema, immer größere Parochie- und Gemeindezuschnitte durch Zusammenlegung und auch Nachfolgeengpässe bei Pfarrern sind zu verzeichnen. Neben einer nostalgischen Rückschau und der Auflistung von diesen Fehlstellen und Defiziten gibt es aber auch zunehmend ressourcenorientierte, auf neue Qualitäten ausgerichtete Ansätze, die Anknüpfungspunkte bieten. Das hier soll nur eine kleine Auswahl sein aus der deutschen Diskussion über das, was in diesem Umbruch gerade passiert und wo auch Chancen für den sozialen Zusammenhalt liegen. Das sind zum einen die ausgedehnten pastoralen Räume, wie es katholisch in verschiedenen Bistümern heißt. Also das Konzept dieser pastoralen Räume kann, wenn es rechtzeitig und als politische und pastorale Aufgabe im Sinne einer Zukunftsgestaltung verstanden wird, eine Chance sein. Im Bistum Essen gab es mal eine interaktive Konferenz zur Zukunft der Kirche im Rahmen dieses Prozesses. Aus dieser Konferenz gibt es ein Zitat, einen Satz, den ich sehr schön finde und der das vielleicht nochmal verdeutlicht. Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Die Evangelische Landeskirche in Bayern hat ihren Prozess unter dem Titel Profil und Konzentration begonnen. 2015 gab es erste Überlegungen dazu. Seit 2017 läuft dieser Zukunftsprozess. Auch dort heißt es, Kirche muss heute verstärkt dorthin gehen, wo die Menschen leben, statt zu warten, dass sie kommen. Kirche soll mehr in Räumen denken und weniger in Gemeindegrenzen. Die Evangelische Landeskirche Hannovers hat 2016 die Initiative Gemeinwesendiakonie begonnen. Dort werden Kirchengemeinden über mehrere Jahre in einem Prozess beraten, gemeinsam mit der Diakonie Niedersachsen. Dabei geht es darum, einen anderen Blick auf die Kirchengemeinde selbst zu entwickeln und im zweiten Schritt Menschen im Quartier einzubeziehen und relevante Projektpartner aus Politik, Vereinen und weiteren Institutionen zu suchen. Das Netzwerk Gemeinwesendiakonie und Quartiersarbeit Rheinland-Westfalen-Lippe befasst sich ebenfalls mit diesen Themen und ist derzeit durch verschiedene kirchliche und diakonische Vertreterinnen im Aufbau. Es ist also etwas in Entwicklung in verschiedenen Landesteilen in Deutschland, was genau in diese Richtung geht.
parallel dazu, deshalb auch auf dieser Folie auf der Seite in diesem Vortrag, parallel dazu gibt es natürlich auch politische Strategie- und Verständigungsdokumente, also aus der Politik und Verwaltung, nicht aus den Kirchen, die ebenfalls Anknüpfungspunkte und Argumente liefern. Zum Beispiel zur Koproduktion in den Kommunen, die transformative Kraft der Städte für das Gemeinwohl, so der Titel der neuen Leipzig-Charta 2020. Ein Strategieelement, ein Strategiedokument, das im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im November 2020 auf europäischer Ebene verabschiedet wurde. Genauso wichtig aus einer anderen sektoralen Perspektive, nämlich der zweite Engagementbericht der Bundesregierung von 2017, der in Kurzform sagt, ohne bürgerschaftliches Engagement keine Quartiersentwicklung. Identifikationsräume der Bürgerinnen sind unter dem Aspekt der Kohäsion vor allen Dingen relevant. Was bedeutet es nun für kirchlich-verbandliche Akteure, also Akteure der Sozialgesetzgebung nach SGB, also dem Sozialgesetzbuch, wenn sie gewohnte Pfade verlassen, Verantwortung teilen und sich auf verschiedene Handlungslogiken, wie zum Beispiel die der Stadt- und Quartiersentwicklung, also die Logik der Baugesetzgebung, des BauGB, einlassen? Es zeigt sich, dass es bereits sehr viel an Verknüpfungen gibt, was aber trotzdem noch ausbaufähig ist. Dieser Tabelle können Sie entnehmen, wie in verschiedensten Städtebauförderprogrammen, also Programmen aus der öffentlichen Förderung von Investitionen in städtebauliche Projekte, wie der Anteil ist von Maßnahmen, in denen mit religiösen Einrichtungen oder einem Wohlfahrtsverband kooperiert wird. Sie sehen die Prozentzahlen, die variieren, aber in allen Bereichen sind religiöse Einrichtungen und Wohlfahrtsverbände beteiligt, insbesondere in diesem Falle in der sozialen Stadt, im Programm Soziale Stadt, dem Programm für benachteiligte Quartiere, mit 56% Anteil von religiösen Einrichtungen und Wohlfahrtsverbänden. Die Qualität der Bitte? Der Zeitwächter meldet sich kurz. Oh, sehr gut. Ich bin auch fast durch. Ich bin auf der vorletzten Folie. Danke. Die Qualität der Kooperation wird hier nicht ersichtlich, aber deutlich ist, dass kirchlich-verbandliche Akteure eine wichtige Rolle in der Stadt- und Quartiersentwicklung einnehmen. Um das Ganze zusammenzufassen, und das ist meine letzte Folie, die Spielregeln. Die Spielregeln für diesen Paradigmenwechsel, von dem die Rede sein sollte, beim Denken und Miteinander agieren. Um es knapp zu sagen, es braucht neue Denkrichtungen. Kirchlich-verbandliche Akteure sind zugleich gegenüber als ein zivilgesellschaftlicher Akteur im Quartier. Sie sind aber auch, oder könnten es sein, zunehmend sein, Verhandlungspartner der Kommunen, wenn sie sich auf den Weg machen. Neue Allianzen, eine neue Rolle zu finden und Arbeitsbeziehungen zwischen den beteiligten Akteuren, das haben wir auch schon mehrfach gehört in diesen Tagen, heißt langfristiger Aufbau, also wirklich ein langer Atem und Bildung von Vertrauen. Gute Praxis, die man kommuniziert, kann den Mehrwert dieser neuen Allianzen aufzeigen. Und neue Räume, neue Nutzungen, das Zusammenleben im Quartier lebt von Orten der Begegnung. Kirchengebäude und soziale Infrastruktureinrichtungen haben das Potenzial, als öffentliche Ankerpunkte, als Zentren der Daseinsvorsorge im Quartier weiterentwickelt zu werden.
und damit natürlich auch eine hohe öffentliche Relevanz zu haben. Danke für die Aufmerksamkeit. Und ich gebe gleich weiter in der Rolle als Moderatorin an meine Nachfolgerin, an die nächste Referentin. Das ist Kim de Wild. Also ich freue mich, dass ich hier meine Präsentation halten kann. Ich habe ihr einen relativ provokanten Titel gegeben. Wie reißt man eine Kirche ab? Eine Fallstudie über Caritas, Konflikt und Katholizismus im Ruhrgebiet in Deutschland. Wie Sie sehen können, sind hier zwei Logos. Einmal SAVA, das ist die Forschungsgruppe sozusagen meines vorherigen Arbeitgebers, also das SAVA-Projekt der Universität Bochum. Da geht es um Kirchen, Synagogen und Moscheen in Deutschland. Und mein jetziges Projekt Transara, da geht es um Sakralraumtransformation und Kirchenumnutzung. Hier haben wir die Kirche und das ist also in Altenessen die Kirche St. Johann. Da sieht man also dieses Banner und es sagt, St. Johann muss bleiben. Hier beten Eltern, Kinder, Enkel, rettet St. Johann. Der Kontext dieser Kirche ist also, dass sie geweiht wurde im Jahr 1862. Es ist eine neugotische, römisch-katholische Kirche im Ruhrgebiet und 72 und dann 92 bis 1901 wurde das Kirchengebäude auch ausgebaut. Im Zweiten Weltkrieg wurde es schwer beschädigt und dann später zwischen 47 und 49 wieder aufgebaut. Im Jahr 2006 wurde das Gebäude dann renoviert. Wegen eines Mangels an finanziellen Mitteln musste die Gemeinde einen Plan entwickeln für ihre vier Kirchengebäude. Es war klar, dass nur ein Gebäude von diesen vieren erhalten bleiben konnte bis 2030. Die Gemeinde wollte, dass St. Johann diese Kirche ist, weil es die meisten Sitzplätze hatte, weil der Standort zentral war, weil es gute Parkmöglichkeiten hat, die Möglichkeit, den Kirchhof für Festlichkeiten zu nutzen und weil es ein Wahrzeichen in diesem Bezirk ist. Der Bischof hat diesen Plan 2018 erst einmal akzeptiert, aber kurz danach hat der lokale Krankenhausdienstleister Contilia GmbH vorgeschlagen, diese Kirche zu kaufen und sie abzureißen, um ein neues Krankenhaus zu bauen am Standort der Kirche. Die Diözese und der Kirchenrat waren dafür, St. Johann zu verkaufen und eine neue Kirche innerhalb dieses neuen Krankenhauses sollte St. Johann dann ersetzen. Eine Gruppe von Gemeindemitgliedern, die dagegen waren, wurden dann aktiv und haben den Verband Rettet St. Johann gegründet im Jahr 2019. Sie haben einen Internetblog rettetstjohann.de, der einer von vielen Aktivitäten ist, die sie da machen, wie zum Beispiel Demonstrationen, rechtliches Vorgehen und Aktivitäten auf sozialen Medien, wie zum Beispiel Instagram. Zum Beispiel sind die Hashtags Rettet unsere Kirche, St. Johann bleibt, What would Jesus do, Save St. Johann Church, Bistum Essen, Catholicism, Jesus, sein Gegenspieler sozusagen, Judas und Help. Also das gibt Ihnen vielleicht einen Einblick in die emotionale Schwierigkeit, die da vorliegt. Wegen der Präsenz auf sozialen Medien wurde ich auf den Fall aufmerksam und habe beschlossen, das zu erforschen. Die Geschichte geht aber jetzt 2021 noch weiter. Ich werde aber dazu noch später dann kommen. Meine Forschungsschritte und Ziele. Zunächst habe ich den Medienoutput analysiert über St. Johann, also Blogs, Zeitungsartikel, soziale Medien etc., um den Prozess, so wie er sich entwickelt hatte, nachzuverfolgen. Ich habe Verbände kontaktiert und habe
von meiner Kontaktperson erfahren, dass es ein öffentliches Treffen geben würde, wo ich dabei sein könnte. Ich habe also bei diesem Treffen zugeschaut zwischen den verschiedenen Interessensgruppen, den Gemeindemitgliedern, dem Kirchenrat, Vertretern des Bistums und auch zwei Rechtsanwälten. Das alles fand statt am 16. Mai 2019. Ein paar Tage später stimmten meine Kontaktperson und seine Frau zu, interviewt zu werden. Ich werde sie die Gegner nennen, da sie nämlich gegen den Abriss der Kirche waren. Im Juni 2019 hat auch ein Vertreter der Kirche zugestimmt, interviewt zu werden, und ihn werde ich den Befürworter nennen, da er für den Abriss der Kirche war. Meine Hauptziele waren, von dieser Betrachtung und diesen Interviews, war also die Interessensgruppen zu identifizieren und ihre großen Themen, die Interaktionen zu analysieren und die Argumente der Befürworter und der Gegner zu identifizieren und die Bedeutung zu finden, die diesem Gebäude zugeschrieben wurde. Das hier zeigt die großen Themen, die ich identifizieren konnte. Also die Argumente pro und contra, wie sie kommunizieren und die Gefühle, die sie ausgedrückt haben. Wie Sie hier sehen können an der Seite, bei den Pro- und Contra-Argumenten sind Emotionen bei den Gegnern sehr, sehr wichtig. Sie haben eine starke emotionale Bindung zu dem Kirchengebäude, während die Befürworter nicht so eine enge Bindung dazu haben. Die Position in der Stadt ist auch wichtig, der Ort sozusagen. Das heißt, dass die Funktion als Wahrzeichen in dem Bezirk. Der Befürworter hat eher die passende Infrastruktur für ein neues Krankenhaus gesehen. Es geht auch um religiöse Identifikation. Die Gegner sahen das Gebäude als eine architektonische Manifestation sozusagen des katholischen Glaubens, auch gegenüber einer neuen Moschee, die gebaut worden war in der Nähe, und einem anderen Wahrzeichen der protestantischen Kirche. Die Befürworter des Krankenhauses sahen auch das Krankenhaus als einen Ausdruck der katholischen Identität, als Caritas. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil wäre die neue Kirche auch passender, und sie sahen auch ein Kirchengebäude als einen sakralen Raut. Bezüglich der Kommunikation war von den Gegnern her sehr viel Misstrauen da. Sie sahen das als Kommunikation von oben herab, als hierarchisch. Ich habe gerade erzählt, wie die Kommunikation funktionierte. Es gab da, also Kommunikation wurde eben als negativ beurteilt, und jemand sagte, dass jemand die Kommunikation als negativ wahrnimmt und dass es eigentlich als hierarchisch wahrgenommen wurde. Das wurde sehr kritisiert. Es gab also viele Emotionen, die da manchmal auch hochkochten. Einige waren sehr ärgerlich, einige Leute. Sie hatten viel Herzblut in dieses Projekt investiert, und jetzt wurde das nicht gewertschätzt, ihrer Ansicht nach. Und diejenigen, die für das Projekt waren, die haben das zwar teilweise verstanden, aber sie haben die Kommunikation häufig auch als traumatisch wahrgenommen und fühlte sich schlecht behandelt. Ich habe mich also entschlossen, das Ganze nach Michel Foucault zu analysieren. Er schrieb ja über die Macht, und das ist wirklich sehr hilfreich für diese ganzen Analysen. Er sagt, dass Macht häufig die Form von Widerstand gegen verschiedene Formen von Macht annimmt, als Ausgangspunkt, um Machtbeziehungen auszuleuchten. Das fand ich interessant, denn das ist wirklich ein Fall von klaren Machtkämpfen. Nach Foucault gibt es zwei Gegner, die sich nicht nur gegen eine Autorität wenden, sondern dass es um Teilungen geht zwischen einem Individuum und auch zwischen anderen. Und das scheint hier doch sehr gegeben zu sein. Foucault hat einiges vorgeschlagen, aber ich werde hier nur ein paar Punkte herausgreifen. Ein wichtiger Punkt ist die Unmittelbarkeit. Die Menschen kritisieren häufig Macht. Die Macht
Instanzen, die Ihnen sehr nahe sind. Beispielsweise war das nicht nur eine Landmarke in einer bekannten Umgebung, die zu verschwinden drohte, sondern auch ein Ort, der Ihre Geschichte ausdrückte und Ihre religiöse Identität ausdrückte, die katholische Identität. Ein weiterer Punkt ist der der Individualität und Gemeinschaft. Machtkämpfe hinterfragen immer den Status des Einzelnen. Sie haben das Recht, anders zu sein, aber zur gleichen Zeit greifen sie alles an, was das, was wiederum ein anderes Individuum angreift. Und das führt zu Teilungen in der Gemeinschaft. Früher war das eine Gemeinschaft und jetzt sind sie in zwei Lager gespalten, die sich vehement bekämpfen. Und auf diese Weise wird also dieser Machtkampf immer weitergeführt. Der letzte Punkt, den ich ansprechen möchte, ist des Wissens. Machtkämpfe sind häufig gegenüber einer Machtinstanz, die über Macht, aber auch über Wissen verfügt, über Kompetenz und Qualifikation. Es ist ein Kampf gegen die Privilegien dieses Wissens und gegen Geheimhaltung und bestimmte Darstellungen, die den Menschen aufgezwungen werden. In diesem Fall hatten die gegnerischen Lager nicht die rechtlichen Mittel wie das Bistum, und sie kannten sich auch nicht im Kirchenrecht aus, deswegen hatten sie hier einen deutlichen Nachteil. Und Informationen waren nicht immer sehr deutlich und klar. Beispielsweise gab es also Folien, die man nicht lesen konnte. Es wurde auf Dinge verwiesen, die eben dann nicht zur Verfügung standen. Und es war überhaupt nicht klar, wer irgendwelche Alternativen präsentierte, die dann als nicht machbar bezeichnet wurden. Also Foucault fragt, wie wird Macht ausgeübt? Er sagt, diese Frage, wie Macht ausgeübt wird, ist eine Frage des Verhaltens. Es gibt hier jemanden, der Macht über jemanden anders ausübt. Und hier wollten sich die Gegner des Projekts nicht dieser Macht unterordnen. Trotzdem war es so, dass der Raum von den Mächtigen kontrolliert wurde. Und da gab es ein unangemessenes Verhalten, was die einen sagten, was ihnen anderen vorgeworfen haben. Und dadurch durfte eben als eine dieser Gruppen den Kirchenraum nicht mehr benutzen. Sie haben sich also wohl ziemlich angeschrien, wie ich gehört habe. Und auch das unterschiedliche Wissen über die rechtliche Situation und über das Wissen als solches machten den Kampf noch schwieriger, haben die Lagerbildung verschärft. In diesem Fall war es wirklich so, dass es mehr ging als um einen Gottesdienstort oder um künstlerische Werte, sondern es ging sehr viel um Emotionen, die mit diesem Gebäude zusammenhingen, dass dadurch die Menschen wahnsinnig gespalten wurden. Und am Ende gab es noch eine unerwartete Wendung. Die Kirche wurde nämlich an Contilia verkauft worden, aber im Oktober 2020 hat Contilia wiederum sich entschlossen, das neue Krankenhaus doch nicht zu bauen, sondern sie wollten das Krankenhaus dann jetzt komplett schließen und brauchten die Kirche nicht mehr. Das heißt, der ganze Konflikt war eigentlich völlig unnötig, weil das am Ende gar nicht gebaut werden sollte, aber das weiß man eben erst hinterher. Die Gemeinde hatten dann die Option, die Kirche zurückzukaufen, aber inzwischen war eigentlich für beide Seiten klar, dass dieser Wiederkauf das Problem nicht lösen würde, weil das Vertrauen einfach inzwischen zerstört war auf beiden Seiten. Es wurde ein Dialogprozess angestoßen, um die Lager wieder zu versöhnen, aber es war eigentlich klar, dass auch, obwohl jetzt die Kirche nicht abgerissen wurde, am Ende das trotzdem die Gemeinde eigentlich völlig zerstört worden war. Außerdem gab es eine neue Initiative, um wieder Gemeinden zusammenzulegen, und das ganze Problem begann also von vorne. Es gab einige Blogposts zu dem Thema und sie sagten, dass es keinen kritischen offenen Dialog gab, dass das nicht möglich war, keine offene Kommunikation. Es wurden Gemeindemitglieder bestraft, weil sie sich für die Kirche eingesetzt haben. Dieser Konflikt geht auf viel mehr zurück als auf die Frage der Fusion, sondern auf Machtkämpfe, die vorher stattgefunden haben. Und es gab eine sehr hohe Intransparenz in diesem gesamten Kommunikationsprozess. Das fehlende Vertrauen wird immer schlimmer und das Vertrauen nimmt weiter ab. So, ich bin jetzt hier bei der letzten Folie angelangt. Das sind meine Quellen, wenn Sie noch mehr darüber wissen möchten. Das war wirklich ein sehr interessanter Fall, wenn auch ein tragischer.
können Sie hier noch etwas nachlesen auf der Seite Bauforschung online. Und hier sehen Sie auch noch weitere Links, wo Sie sich weiter informieren können. Und mein aktuelles Projekt ist Transara, das habe ich ja auch noch mit aufgeführt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you, Kim. Danke, Kim, für diesen zweigeteilten Vortrag aufgrund der Pause. Aber es war trotzdem unglaublich spannend, ihn bis zum Ende jetzt zu hören. Jetzt hören wir noch Christoph Sigrist und hoffen, dass das jetzt reibungslos funktioniert. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Stadtplan von Zürich, nicht im EU-Raum, aber auch im Herzen von Europa, begrüße ich Sie ganz herzlich. Kirche findet statt, so hat Petra Potz vorher das wunderbar entfaltet. Dieser Findungsprozess ist zirkulär und reziprok. Kirche findet statt und dies ist der Fokus dieses Vortrags, stattfindet Kirche. Stattfindet Kirche nicht nur, jedoch am auffälligsten, dank den Kirchenräumen mitten im Dorf, im Quartier, in der City. Mit der Perspektive der Öffentlichkeit treten Kirchenräume als öffentliche Zeichen von Religion, so sagt es Thomas Erne, in zweifacher Weise in den Blick. Einerseits tragen sie als Wahrzeichen der Stadt zur Identität der Stadt bei. Nicht nur Stadtbild und Stadtsilhouette zeugen davon, sondern auch der Sozialraum rund um den Kirchenraum. Diese Erkenntnis ist weiß Gott nicht neu, doch in Gottes Namen sind diese öffentlichen Plätze vor den Sakraltopografien bis heute symbolisch aufgeladene Almenden, Flaniermeilen, Verweilorte in urbaner, plural gewordener Gesellschaft, gleichsam Stadtoasen für ihre Seele, um sie baumeln zu lassen. Andererseits wird der Kirchenraum selber zum öffentlich in Beschlag genommenen Raum von Menschen, die unabhängig von Religion und Kultur, Mitgliedschaft und Kirchlichkeit in Massen Kirchenräume stürmen. Beide Perspektiven nach innen mit der schleichenden wie auch dramatischen Nutzungsverschiebung der Besucherströme wie nach außen mit der hohen Bedeutung von Kirchenplätzen und religiösen Topografien tragen zum hohen Bedeutungspotenzial zukünftiger Nutzung von Kirchenräumen im Sozialraum Stadt bei. Zuerst entfalte ich in aller Kürze den Blick nach innen und dann nach außen. Aus meiner bald 20-jährigen Erfahrung am Großmünster in Zürich gehe ich selbstverständlich vom reformierten Erbe des Kirchenraumes aus. Das schadet ja nicht in Europa, dass ich von Ulrich Zwingli und seinem Nachfolger rede, der vor 500 Jahren den Kirchenraum buchstäblich geleert, ja leer gemacht hat von Altären, leer gefegt von Grabensplatten, um in der Leere des Raumes die Schwingungen zwischen Gott und versammelnder Gemeinde nicht durch Sakralgeräte zu verstellen, die ja nur eines zur Folge hatten damals, der Abfall vom Glauben an Gott, von dem kein Bild gemacht werden darf, und der Missbrauch der Heiligen als Vermittler zwischen Gott und Mensch und die Armutsfalle Totenmesse, Altargebet und Heiligentage, an denen das Geld aus den Taschen der Armen und der Handwerk in die Geldkasten der Kirche mit ihrem Prunk floss. Dieses reformierte Prinzip des leeren Raumes eröffnet schöpferische Lehrstellen des Glaubens, vor allem in sozialer, diakonischer und pädagogischer Hinsicht. Im Chor des Großmünsters richtete Zwingli mit seinen Freunden die Prophezei ein, eine Volksschule und Pfarrausbildung, in der die Bibel im Streitgespräch und Gemeinschaftswerk innerhalb von 6 Jahren auf Deutsch übersetzt wurde. Der Klanglaum des Chorherrenstiftes verwandelte sich also zur Studierstube und zum Hörsaal der Theologenzunft. Und das Dominikanerkloster zu predigen verwandelte Zwingli zum ersten öffentlichen Stadtspital, an dessen Mauern zudem der erste öffentliche Mooshafen, also die Stadtküche für Obdachlose und Verarmte, angebaut wurde.
Mönche und Nonnen heirateten und mutierten zu Pflegenden, Sozialarbeitenden, Pfarrern, Lehrern. Lerne und arbeite, Prävention und Arbeitsplatz, das brauchte Geld. Nicht zuletzt dank seiner Freundschaft mit der letzten Äbtissin des Fraumünsterklosters, Katharine von Zimmern, gelang es Zwingli, das immense Klostergut mit seinem bis zum Himmel stinkenden Reichtum dem Staat und der transformierenden Gesellschaft zukommen zu lassen. Katharina legte am 8. Dezember 1524 den Schlüssel des Klosters dem Oberbürgermeister Zürichs, Markus Reust, auf den Tisch. Ein Schlüsselerlebnis dafür, dass Geld diakonisch zu waschen ist bis heute. Dank diesem Dreieck, Raum, Umnutzung, Arbeit, Bildung und Geld diakonisch gewaschen, fokussiert sich die zukünftige Nutzung des Kirchenraumes in reformierter Tradition einerseits auf die Bildungsaspekte wie öffentliche Bibliotheken, so wie bis heute im Chor der Predigerkirche, sowie auch relevante Diakoniebrennpunkte. Ich versuchte in einem meiner Forschungsschwerpunkte im Rahmen der Dozentur für Diakoniewissenschaft ein Instrument für diakonische Umnutzungen von Kirchenräumen zu entwickeln. Ich habe dafür ein Schaubild entwickelt, das sehen Sie da vor sich. Und zusammengefasst kann das Bild wie folgt jetzt gedeutet werden. Ganz kurz. Der diakonische Charakter des Kirchenraums ist dadurch bestimmt, dass Kirchenräume als Gasträume Menschen einladen, Leben zu teilen und der Präsenz von Gott und Menschen Raum zu geben. Diese Einladung ist dadurch gekennzeichnet, dass im Kirchenraum alle Menschen den gleichen Stellenwert haben und in und auf sich die gleiche Signatur tragen, nämlich sterbliche und sündhafte Menschen zu sein. Das ist das Kriterium der Egalität von unten. Und die Einladung ist Ausdruck jener sich bildenden temporären Gemeinschaft, die hört, hilft, lernt und sich zum Fest bereit macht. Das ist das Kriterium der Solidarität. Der diakonische Charakter des Kirchenraums ist zum Zweiten dadurch bestimmt, dass Kirchenräume als Schutzräume Menschen in ihrer Verletzlichkeit schützen und ihnen den Platz im Leben frei und offen halten. Dieser Schutz orientiert sich am ganzen Menschen, als geburtliches und sterbliches Wesen, insbesondere jedoch am konkreten Menschen in seiner Verletztheit, Fragmentarität und Resilienz. Das ist das Kriterium der Vulnerabilität und Resilienz. Und dieser Schutz gilt aufgrund frei gewährter Parteilichkeit, insbesondere den vulnerablen Menschen in ihren Benachteiligungen und Gefährdungen. Das ist das Kriterium der Optionalität. Der diakonische Charakter des Kirchenraums ist drittens dadurch bestimmt als Zwischenräume, wo Menschen ermutigen und Chancen eingeräumt werden, sich zu entwickeln und anders zu werden. Diese Ermutigung stellt menschliches Handeln in den Raum göttlichen Segenshandelns und lässt Wirkungen der schöpferischen Kraft des Segens als heilende Kraft erfahren. Das ist das Kriterium der Sakralität. Und diese Ermutigung eröffnet dem Menschen Spielraum, Schwellen und Grenzen zu überschreiten und sich zu verändern und zu erneuern. Das ist das Kriterium der Transformität. Also ohne nun auf das Konzept im Detail zu kommen, stelle ich drei grundlegende diakonische Funktionen des Kirchenraums fest. Kirchen laden ein, sie schützen und sie ermutigen. Aufgrund meiner Praxis stelle ich folgende Thesen in Spannung zu den Funktionen zur Diskussion. Kirchen laden ein. Kirchenräume im Sozialraum Stadt sind grundsätzlich öffentliche und offene Räume. Öffentlich sind sie in der Hinsicht, dass sie nicht privatisiert werden können. Auch private Unternehmen in Kirchen unterstehen den sozialen, öffentlichen Schwingungen des Raumes und haben diese in ihre Kostenrechnung und in ihr Anstellungsprofil zu integrieren. Leider Gottes, dies die St. Leonards Kirche, meine City-Kirche damals in St. Gallen, ein Negativbeispiel, wie Johannes Stückelberger es erwähnt hat. Als offene Räume unterstehen Kirchenräume
der Forderung des Gastes nach Präsenz im öffentlichen Raum. Und in der Kopräsenz zwischen Gastgeberin und Gast entstehen Resonanzräume kopräsentischer Interaktion zwischen Gott und Mensch, Transzendenz und Immanenz, Himmel und Erde. Dabei gehört der Kirchenraum, auch wenn Staat oder Institution Kirche Eigentümerin ist, dem Gast. Der Gastgeber wird, so die Einsicht Jacques Derridas, zur Geisel des Gastes. Der Gast wird zum Gastgeber des Gastgebers dank seinen Regeln. Ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde empfangen. Also Kirchen bauen an der gastfreundlichen Stadt mit. Zum Zweiten, Kirchen schützen. Kirchenräume im Sozialraum Stadt sind einerseits vulnerabel gerecht einzurichten, Behinderten-WC, Rollstuhl, kompatibel Besucherlenkung, andererseits als Klangräume der Option für Benachteiligten in der Stadt zu gestalten. Sie ermöglichen Kirchenasyl als nicht juristische, jedoch moralische Größe und proklamieren anwaltschaftlich die Achtung von Menschenwürde und Menschenrechte, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Kirchen schützen, indem sie ihren Raum zu öffentlichen Debatten über soziale Brennpunkte der Stadt bereitstellen. Sie schützen vor rassistischen und antisemitischen Angriffen und sind Wächter gegen Menschenächtung und Menschenhass. So werden sie zu politischen Räumen der Menschlichkeit und Geschöpflichkeit von Stadt, Kultur und Natur. Also Kirchen bauen an der sozialen Stadt mit. Und schließlich Kirchen ermutigen. Kirchenräume im Sozialraum Stadt sind Transformationsorte für die Identität der Stadt mit ihren Bewohnerinnen. Was für einzelne Besucher gilt, gilt auch für die Stadtseele. Besuchende erfahren Perspektivenwechsel, Transformation in ihren Besuchen von Kirchenräumen. Man geht anders heraus als hinein. Und dasselbe gilt für die Stadtseele. In Kirchen geschehen Transformationsprozesse an Einsichten, Handlungsperspektiven und diesen Begriff habe ich von Dorothee Sölle gelernt, an Mutanfällen, nicht Wutanfällen, an Mutanfällen. Kirchen bauen auch an der Entwicklung der Stadt mit. Kirchen bauen durch ihre diakonischen Nutzungen an der gastfreundlichen sozialen Entwicklung der Stadt mit. So haben wir aus reformierter Sicht erkannt. Nun wenden wir uns zum Schluss dem Sozialraum Stadt selber zu mit der einen zentralen Frage. Unter welchen Schatten stellen Kirchenräume die Plätze und Räume vor Ort? Meine These, Stadt findet Kirche, indem sie im Schatten der Kirchen öffentliche Plätze zu schöpferischen Räumen im Zusammenleben aller Menschen entwickelt und in diesem schöpferischen Prozess eingelagert sind die elementaren Perspektivenwechsel, die vom Status quo, ja, das haben wir ja immer schon so gemacht, zur Neuausrichtung, wie setze ich an, wo ist der Spielraum für Neues, wo können wir den Prozess initiieren, tendieren. Kirchen sind Hüterinnen wie auch Teamplayerinnen dieser schöpferischen und kreativen Spielorte städtischen Zusammenlebens und tun dies in verschiedener Hinsicht. Ich erlaube mir zwei Beispiele aus der Schweiz zum Schluss Ihnen zu zeigen. Ich möchte dies zum Beispiel an der Heilig-Geist-Kirche in Bern nahe beim Hauptbahnhof der SBB kurz skizzieren. Sie sehen hier die SBB, der Hauptbahnhof, das Fenster und darin spiegelt sich die Heilig-Geist-Kirche. Genau das meine ich, oder? Bauliche Maßnahmen, Kirchenbänke werden nach draußen getragen und konturieren den Platz als Verweilort in der Flaniermeile mit seinen Ruhezonen und Bänken des Innehaltens. Dann durch die Beflaggung der Kirchenwände
mit Zehntausenden von Namenszetteln von ertrunkenen Flüchtlingen. Im Mittelmeer wurden am eidgenössischen Flüchtlingssonntag 2019 durchgebetete Kirchenmauern zu proklamierenden Klagemauern in der Stadt. Der Sozialraum Stadt wird zum Klageort der Gesellschaft. Und dann schließlich durch das Aufstellen von Tischen rund um den Kirchenraum verwandelte sich der öffentliche Platz zur Stadthalle, wo sich Tausende zum Food-Safe-Bankett treffen. Das ist sehr eindrücklich. Auch diese Kirchenbänke, da habe ich kein Bild jetzt genommen. Mein Kollege Andreas Nufer hat einfach schlicht die Kirchenbänke nach draußen getragen und dann saßen Obdachlose und Professoren auf dem Bahnhofplatz auf dem Kirchenbank. Das finde ich dieses Ineinanderin von sozialem Stadtraum und Kirchenraum. Und noch ein letztes Beispiel erlaube ich mir. Inmitten des Lockdowns Ostern 2020 in Zürich. Das hätte ich vor einem Jahr nicht Ihnen zeigen können. Und zwar, die Stadt stand still. Die städtische Stille überlagerte sich mit der Stille auf der Alp. Der Alpsegen, eine uralte katholische Tradition aus den Bergen mit ökumenischer Ausstrahlung, habe ich zum interreligiösen Stadtsegen umgeschrieben, weil ich von x Leuten aus der Nachbarschaft aufgefordert wurde, endlich etwas zu tun für unsere Stadt. Und dieses blöde Online-Zeugs, das soll doch mal analog etwas zu hören sein. Und diesen Stadtsegen habe ich vom Turm des Großmünsters in der Passionszeit gerufen, ein weitherum in realen und virtuellem Raum beachtetes Resonanzfeld, wie Stadt Kirche findet. Hören Sie jetzt mal zu, Sie müssen es nicht verstehen, es ist Schweizerdeutsch, aber hören mit dem Herzen. Und alles, wo da oben ist, führt uns die Mütter und Väter in Jesus Christus, Kind und Kegel, Alte und Junge, Reiche und Arme, Kranke und Gesunde. Führt uns die, wo glauben, und die, die nicht glauben, die, die uns alle Stadtväter und Stadtmütter sind, Stadtkinder, Stadtschwester und Stadtbrüder. Güte Gott, führt uns Gott vor böser Stunde, uns alle im ganzen Rund. Wir sind wach, ach, sam und tapfer, hebe zueinander, in Gottes Name, hüeti, Gott. Nur schon in diesen wenigen Strichen und auch Klängen wird deutlich, dass Stadt Kirchen finden wegen der Strahlkraft ihrer Räume. Stadt wird ja förmlich angezogen durch die Kraftfelder von Gastfreundschaft, Asyl und Ermutigung, sodass Kirchenmauern durchlässig werden. Durchlässig werden sie, indem sich Leerstellen öffnen, durch die Schwingung von Gottesdienst und Spiritualität auf Vibrationen von Proklamation und Parteinahme zugunsten der Schwächsten treffen. Es entsteht im Sozialraum Stadt ein Resonanzraum mit vertikalem Kirchturm, horizontalen Face-to-Face und diagonalen Achsen, das Bankett.
Sagen Sie mir nicht, solche Räume seien nur in Bern möglich. 18 Pionierstandorte wurden in Deutschland bereits gefunden. Worauf warten wir noch? Kirchen sind ja gebaut. Packen wir mit dem Stadtsegen, den Sie jetzt haben, packen wir an. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Engel, der Ronja Ewald, dass sie das noch möglich gemacht hat, dass von Zürich her bis in den EU-Raum der Stadtsegen ertönt ist. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die spannenden Beiträge, die auch sehr, sehr unterschiedlich nochmal Aspekte eingebracht haben zum Thema Öffentlichkeit. Ich finde, aus dem Vortrag von Frau de Wild sehr spannend oder auch eine Frage, die anknüpfungsfähig ist, die nach den Beharrungskräften, die Beharrungskräfte der Kirche auf ihrem bisherigen Tun, auf ihrer bisherigen Praxis. Und ist das eigentlich, so wie Sie es jetzt erlebt haben oder wie in diesem Prozess, den Sie beschrieben haben, ist das eine Form von Selbstbewusstsein und Macht oder ist es nicht vielmehr auch eine Ausprägung von einer großen Verunsicherung, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand zu stehen und deshalb also solche etwas merkwürdigen Kommunikationsformen und Konflikte einzugehen? Das wäre vielleicht die erste Frage. Es spielt, denke ich, oftmals Macht eine Rolle. Und was mir in diesem Fall aufgefallen hat, war so ein bisschen eine Form der altmodischen Macht, wovon man denkt, okay, vielleicht ist das ein bisschen angesichts all dieser Sexualmissbrauch und das wissen wir alle, fehl am Platz, aber das herrscht noch immer vor. Also letztendlich ist es in der katholischen Kirche so, dass der Bischof kann alleine bestimmen, was mit so einem Kirchenraum passiert. Natürlich muss er Gremien zuhören und so weiter, aber letztendlich hat er das Endwort. Und wenn das Machtwort gesprochen ist, ist das mal gesprochen. Und wir leben natürlich in einer Zeit, worin das nicht mehr so geht, worin die Menschen sagen, ja, nee, also diese Form der Hierarchie akzeptieren wir nicht. Und das fand ich auch so beeindruckend bei dieser Gemeinde, dass man sieht, dass so viel Initiative aufgeworfen werden. Dabei war es so, dass bei dieser Pfarreissitzung, wo ich mit dabei war, waren dann wirklich zwei Anwälte seitens des Bistums mit dabei. Unabhängig von was die gesagt habe, sagt das schon sehr viel aus. Das ist so ein bestimmtes Ungleichgewicht. Mhm. Und ich denke, und das ist auch ein bisschen zu Vorschein gekommen während dieser Tagung, dass Macht immer so mitschwingt. Politik schwingt immer mit. Und ich denke, das muss mehr aufgedeckt werden. Wir haben ganz viel Aufmerksamkeit für die schöne Geschichte und die schönen Kaffeetischbücher, die wir haben über 100 Formen der Kirchenumnutzung und wie toll das ist. Und ich habe immer eine Vorliebe für hässliche Räume, weil es wird meistens, sind es die hässlichen Räume, die bedroht sind oder Menschen hängen auch, ich meine in diesem Fall, dieser Raum war sehr schön, aber Menschen hängen auch oftmals an Räume, die vielleicht weniger attraktiv sind. Und dafür muss auch Raum sein und auch für diese Machtfragen, also Politik spielt immer eine Rolle. Was wird besprochen, was wird ausgeklammert? Und ich glaube, besonders wenn es um Raum kommt, dann hat man auch immer diese Argumentationslage, ja, letztendlich geht es um die Menschen, Kirche sind die Menschen. Nee, also wir sind verkörperte Wesen, wir sind räumliche Wesen. Man darf den Raum und den Mensch nicht gegeneinander ausspielen. Also wir haben in unserem Projekt Transara ein Teilprojekt von meinem Kollegen Dr. Robert Plum und der befasst sich sehr mit der Machtfrage und dieser Politik der Grenze. Und wir merken oftmals, wir beiden arbeiten intensiv zusammen, wie sehr das ein schwieriges Thema ist und wie ungern man diese Botschaften hören möchte. Aber es ist sehr nötig. Beantwortet das so ein bisschen die Frage? Ja. Ich frage mich auch manchmal so aus den Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wie ist das mit dem Wissen? Das Wissen, das eben auch Pfarrer haben oder die Fähigkeit, über das eigene Wissen hinauszugehen. Also das theologische Wissen, was man mal irgendwann im Studium gelernt hat,
und diese Rolle, die man einnimmt als Pfarrer, der eben am Ende entscheidet für seine Kirchengemeinde, dieses aus dem Rahmen treten und sich auf die Welt drumherum einzulassen. Die Erfahrungen, die ich gesammelt habe bei Leuten, die das gemacht haben, die eben sich auf den Weg gemacht haben, sich zu öffnen, war dann immer eine positive. Aber natürlich ist das nicht der Mainstream in allen Kirchengemeinden, sich zu öffnen. Wie sieht das aus mit der Vermittlung, dass eben eine solche Perspektive und dass die Beteiligung der Bewohner und der Mitglieder eigentlich sehr viel Sinn macht, stärker in die Fläche kommt? Wie sehen Sie das? Naja, ich denke, man muss das von vorne herab wollen. Also mir und unsere Forschungsgruppe ist sehr bewusst, dass diese Frage, die Frage nach dem Kirchenumnutzung, dass darin sind so viele Beteiligte. In diesem Fall, die ich gerade beschrieben habe, waren es hauptsächlich die Gemeindemitglieder, die sich sehr für den Erhalt der Kirche eingesetzt haben. Aber wir sehen besonders in Ostdeutschland, dass es auch oftmals nicht Kirchengebundene sind, die sich sehr einsetzen für den Erhalt der Kirche. Und ich denke, man kann davon profitieren und sagen, das muss bottom-up alles geschehen. Aber leider sehen wir oftmals so, dass da andere Sachen vorherrschen. Also wenn ich es sehr persönlich mache, es waren Menschen nötig in der Kirchenvorstand, in unsere Kirchengemeinde vor Ort. Und dann haben mein Mann und ich uns angeboten. Und nee, ihr bloß nicht, weil Kirchenumnutzung und das steht an. Und hä, so, also und ja, ich finde das selber sehr, sehr schwierig. Ich denke, es geht halt um die schwierige Frage, auch um das Wissen einzuladen. Und da gibt es natürlich auch ein massiven Ungleichgewicht in die Macht um das Wissen. Also das habe ich sehr von Foucault lernen können. Also diese Kompetenzen und diese Kenntnisse, die man hat, die kann man natürlich sehr einfach ausspielen gegen Menschen, die nicht theologisch gebildet sind. Die müssen sich das alles mal aneignen und das auch ehrenamtlich. Die haben Spezialismus auf andere Ebenen. Die Menschen in dieser Gemeinde, da waren einige mit dabei, die doch einiges an diese Kenntnisse hatten oder sich zu mehr erworben haben und dann auch die Fähigkeit hatte, um sich dagegen zu wehren. Da kamen kirchenrechtliche und staatsrechtliche Beschwerden dererseits und so sind die da rangegangen. Aber das hat sich als sehr schwierig, wenn man da auf kein offenes Ohr stoßt, dann wird das sehr schwierig halt. Ja. Vielleicht eine Frage an Christoph Sigrist, auch aus dem, was wir gerade gehört haben. Es gibt ja immer haltungsmäßig zwei Wege, zum Glück vielleicht, eine Komm- und eine G-Struktur. Wie würden Sie das sehen aus Ihren Erfahrungen? Muss man nach außen gehen als Kirchengemeinde, als Pfarrer? Oder muss man schauen, dass man die Menschen in die Kirche holt, also zu sich holt? Was ist wichtiger? Ja, es ist ja beides, oder was wir vorhin besprochen haben, das hat in der Tat zu tun, dass wir in der Schweiz nicht in dem Punkt sind, dass der Pfarrer bestimmt, was Sie, Frau Wild, gesagt haben, sondern wir sind urdemokratisch hier unterwegs. Und es ist nicht meine Predigt, die ich jetzt gehalten habe, sondern es ist die Predigt des Kirchenraums. Das symbolische Kapital des Raumes ist so aufgeladen, dass es jedem klar ist, Kirche und Kommerz geht nicht. Das haben wir gestern bei diesen Untersuchungen ja gesehen. Die sind an letzter Stelle. Das heißt, die Spuren sind in diesem Kirchenraum eindeutig gegeben und es ist die Aufgabe von uns Kirchenverantwortlichen, in einer Geh- und Komm-Struktur diese Prozesse in Gang zu setzen, sodass die Transformation der Kirchenräume im Sozialraum der Stadt stattfinden kann. Da muss ich Ihnen aber sagen, das habe ich so nicht gelernt. Dass ich den Sozialraum als konstitutiv für den Kirchenraum und für meine Verantwortung diesem Raum gegenüber wahrnehme, das ist neu. Und dieser Druck, den spüre ich natürlich jeden Tag, je länger, je mehr. Ja, und wenn dieser Druck neu ist,
und auch, sagen wir mal, kirchenrechtlich nicht wirklich verankert ist, kann sich ja auch ein Pfarrer, der nicht dieser Überzeugung ist, darauf zurückziehen. Also das, was wir gerade gehört haben, dass man sich dann eben auf formal-juristische Argumentationen auch zurückzieht im schlimmsten Falle. Ja, aber Sie sehen, was das Ergebnis ist. Ja, ne? Natürlich. und da finde ich ja das wunderbar, das Beispiel jetzt von Ihnen, Frau Wilde, oder mein Beispiel des Stadtsegens, oder? Das hat natürlich innertheologisch hochbrisant Wellen geworfen, das sei katholisch und überhaupt von Großmünster, Zwingli, Muezzin etc. Auf der anderen Seite hat die Stadt natürlich genau wahrgenommen, was so ein Kirchenturm an und für sich für ein Kapital hat. Und dieser Kirchenturm wird ja jeden Monat von mir, bekomme ich eine Anfrage, ob ich das Plakat hängen soll oder dieses Plakat hängen soll. Das heißt, wir müssen viel mehr vom Sozialraum Stadt mit diesen symbolisch aufgeladenen Mauern arbeiten, weil so bringen wir wirklich das miteinander in einen guten Prozess. Then I would like to continue in English. What I'm concerned about is how to really define the added value of working in a social space, working in another dimension than the proper community, the church community. What would you say? How could you define the added value of this approach, of this opening up to others and to the neighborhood and to the surroundings of the church? The most important instrument is to listen. That is the most important instrument. And not always to sending. And that is, I think, the way from the process and the transformation. Kim de Wild, what would you say from you? Thank you for pronouncing my name correctly. that I would say at first. So the question is about opening up for social functions for the public more. You mean as a Auftrag, as a thing the church should do, or what do you mean, multiple use, or? Yes. Well, I believe, in my opinion, that, for instance, I've been talking to people in rural areas who now have the problem, what do we do with our redundant church buildings? And in a lot of cases, it's the last thing that's there. So shops have closed, the bakery's gone, the grocery's gone, right. And you only have the church left there. And then they often try, or at least have the wish to explore other ventures and say, let's have a hybrid form of reuse. So we, for instance, make a winter church and we keep a small part as a liturgical space and a bigger part we have for other functions that also serve the community. And I think, well, that's something that could be verifiable and could be very helpful in trying to survive and also being more attractive as a village. I mean, if all of the institutions are gone there, well, then you also lose attractiveness. And I think here's a huge possibility for churches to be there in an attractive way. We're always so focused on church spaces as liturgical spaces. As we know historically, churches always had multiple uses. So it's going back to tradition to say, okay, let's take these places and look at them as something more than just a monofunction one day a week. Or other liturgical forms. Yes, it's all also a possibility, but there's so much more that can be done. And I think in that way, church as an institution can also increase its relevance. So that's very, I think that's very, very important to try and explore that. And I think at this conference, we saw so many inspiring examples, but
also the question, of course, money, how do you do that? I think what the biggest capital is very many volunteers who love the church buildings, who are perhaps not religious, but very emotionally attached to the building. Yes, and that could create a whole new sense of community and not just a churchly community. What does it need from which level maybe? What you both, or also me, can see from our practice or from our research? What are the main tasks and at which level to convince, let's say, more than the good practice examples we already have found, and to give it a broader basis? What do you think? What are the coming tasks for us? Well, we have been talking a lot. Perhaps I think that's a very important question you ask, Frau Botz. What would you say? What can be done? Thank you. Thank you for giving me the role, yes, to answer and not only to ask. What I have in mind from my experience in the project, Kirche findet Stadt, or Church finds City, what was very fruitful have always been the dialogues we organized between different levels, strategic levels, decision makers, let's say, at all levels, from the churches, from the welfare organizations, and also from the public domain, from politics and administration. When we organized this exchange, an interdisciplinary and also a multi-level governance approach, which I think is very necessary. You do not only need the very good examples at local level. They are most important, I think, as arguments to collect, to be collected, but you also need convincement at other levels of all these partners you need. That is my convincement from the last years, that you I think need the lessons right. learned. Don't you think that it could be a problem that not in all the cases, obviously, but in many cases, because of the hierarchical nature of church hasn't always learned to have such an approach and think, okay, let's consult everybody at the grassroots, but they are like, okay, our first mindset is, where do we want to go? What is our objective? We need to get rid of these churches. We have so many. I mean, in this case, which I presented today, it was like, oh, thank God, somebody wants to offer us money and we've gotten rid of this problem. So I think it takes a lot of time and investment to get all the parties around the table and the real sincere, unpoliticized willingness to engage in such a dialogue. It obviously does, yes, it's an effort, but I think it's needed, because otherwise, if you stay in an, how to call it, indifferent way at the higher levels, then a lot of the resources in the cities, in the neighborhoods, and all these churches at risk, I think sooner or later will be sold to someone who has not always the best concept for these churches, but maybe more money to give. And I think this is really a high risk for this structural value or this treasure we have with all these churches throughout the countries. And what we already talked about in the last days. So it's a very short-term thinking, I think, yes, if you do that. I'm very happy, and I thank all my two co-relators and Johannes, of course, for the support. And we will switch immediately or in 15 minutes to the next discussion rounds.